Die jüngst beschlossene ordnungspartnerschaftliche Zusammenarbeit der Stadt Dortmund und der Polizei zielt darauf ab, das Stadtbild zu verschönern. Konkret meint dies in der Kooperationsvereinbarung: Kampieren reduzieren, Belästigung bekämpfen, Sucht vermeiden und Suchthilfe weiterentwickeln. Aber welche Konsequenzen hat der Beschluss auf die Lebensrealität derer, denen nur der öffentliche Raum bleibt? Wir waren vor Ort in der Dortmunder Innenstadt und haben mit Betroffenen und dem Leiter des Drogenkonsumraums Kick gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Kann man ganz deutlich erkennen. Es wird immer ziemlich teilweise aggressiver auch, ne? Also auch wird sehr unhöflich und frech eben halt. Definitiv ist viel extremer geworden. Man hat das Gefühl, man wird gejagt, ja. Und ja, ist die ganze Zeit überall präsent, wo die Szene sich widerspiegelt. Ich sag mal, es ist bedeutend mehr geworden, ne? Ich sag mal, vielen zivil unterwegs. Und teilweise so ein bisschen sehr bedrohlich auch, ne? Also meistens, wenn man dann nicht gleich dem nachkommt, dann werden dann gleich schon sofort die Handschuhe angezogen und so, ne? Um dann zu zeigen, pass mal auf, wenn jetzt nicht Sport ist, dann gibt's was oder irgendwie so, ne? Also manche wirken schon sehr bedrohlich, so. Halt Platzverweise ohne Ende, ne? Man wird vertrieben, man hat das Gefühl, man wird vertrieben. Man bekommt doofe Sprüche, man wird nicht ernst genommen und Bußgelder halt, ne? Ja, auch. Jetzt letztens erst im Westpark, das war eben halt am Montag, gegen 12, halb eins, war ich im Westpark. Saß dann da und hinter mir auf der Bank lag in der Wiese, da lag dann da so eine Tüte und ich wollte dann, so eine ältere, natürlich eine grüne, und er wollte dann da schauen, was da drin ist und hebt das nur so an. Und in dem Moment merkte ich, wie hinter mir eben halt die vom Ordnungsamt kommen und sagten dann eben halt, ja, ich hätte das jetzt nicht weggeräumt und ich würde jetzt eben halt ein Bußgeld bekommen. Und einen Platzverweis auch, ne? Und ich frage dann auch, ja, wieso, warum und so, ne? Die lacht dann da ja schon. Ich räume ja hier den Müll, den ich sogar von anderen Leuten dann sehe, wenn ich den Platz verlasse. Selbst den nehme ich dann sogar mit und schmeiße den dann eben halt da 3 Meter weiter mit in den Mülleimer. Mache ich eigentlich überall so, ne? Weil ich selber diese Vermüllung nicht schön finde. Zum Beispiel, ich stand letztens allein in der Ecke, wurde von 4 Leuten gleichzeitig angequatscht. Ich kann halt nur einem zuhören. Hab halt dann im freundlichen, netten Ton noch, ich meine, gut, vielleicht war ein bisschen sarkastischer Spruch, aber hab halt gesagt, ihr könnt zusammen singen, aber nicht zusammen reden. Daraufhin meinte der eine Beamte dann vom Ordnungsamt, sei froh, dass ihr meine Uniform anhabt, ansonsten würde ich dich jetzt hier am Parkplatz treten. Das sind Sachen, weiß ich nicht, da muss ich dann noch ruhig bleiben. Ne? Einmal saß ich im Stadtgarten, da konnte mir nichts, ich hatte keine Drogen dabei, ich habe gerade nicht konsumiert. Und die konnten mir nichts vorwerfen und dann haben die einfach gesagt, dass ich ja abhängig bin, deswegen habe ich heute schon Drogen konsumiert und deswegen müsste ich 25 Euro Bußgeld zahlen, weil ich eine öffentliche Parkanlage im Rauschzustand betreten habe. Ja. Ich sag mal, bei mir zum Beispiel war jetzt der Fall, was ich recht unfair fand, wie ich wurde hier vorne beim Rauchen erwischt. Wenn ich dann, sag ich mal, hier für die Straßen hier, ne, Platzverweis kriege, kein Thema, habe ich Verständnis für, muss ja auch nicht sein, ne, ganz ehrlich. Aber dass man von hier aus dann schon weiter greift, ich sag mal, das sind ja nochmal knapp einen halben Kilometer bis zum Stadtgarten hin zum Beispiel, dass ich dann von hier aus für den Stadtgarten zum Beispiel auch Platzverweis kriege bis 0 Uhr, das ist für mich unmenschlich. Ja, sehr ungerecht, ne? Also man achtet eigentlich schon selber so mit dann drauf, auch mit diesen ganzen Kippen wegschnipsen und sowas alles. Jeder mag das ja, wenn irgendwo die Stadt sauberer ist. Ne? Ja, man fühlt sich halt unterdrückt. Ne? Man wird halt irgendwo in die Schranken gewiesen von wegen, pass auf, du bist kein Mensch, du bist nichts wert, was weiß ich was. Ich war auch bis vor knapp 2 Jahren, war ich noch stellvertretender Lagerleiter alles. Ich habe auch meine Ex, meine 2 Kinder, die ich halt regelmäßig auch sehe. Was soll ich machen?
mir wird trotzdem halt gezeigt von wegen, pass auf, du bist nichts wert, du gehörst nicht zur Gesellschaft dazu und ja, irgendwo traurig, ne? Was soll man machen? Also egal wie, egal wo, ne? Man hat halt hier nur die Möglichkeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, ne? Was macht man danach? Was macht man davor? Ja, ich sag mal, es ist halt eine Sucht, ne? Es ist halt eine Krankheit, was soll man machen, ne? Manche von uns haben sich das auch nicht ausgesucht, ne? Wir stecken halt da drin. Ja, respektvoller auf jeden Fall. Ne, so wie man ja eben halt selbst behandelt werden möchte, so sollte man natürlich auch dann mit seinen Mitmenschen umgehen. Und nicht da einfach, nur weil das irgendwie jetzt eine Person, bestimmte Personengruppe ist, ob das jetzt eben halt Richtung Punk sind oder eben halt auch ja, Drogenabhängige oder so, oder auch Obdachlose oder was, ne? Keiner, glaube ich, von denen findet das schön, wenn die dann da irgendwie abwertend behandelt werden, ne? Nur wenn man da irgendwie ein Amt bekleidet, dann da gleich die herabwertend zu behandeln, finde ich dann auch nicht korrekt, ne? Irgendwo, ja, schon mehr Toleranz, ne? Mehr, ja, ich sag mal, wenigstens mehr Plätze auf, was weiß ich, weil ich sag mal, wenn man jetzt hinten die eine Anlaufstelle hat, ist das eine, ist ja schön und gut, aber was weiß ich, Dortmund ist jetzt gerade auch nicht so klein, ne? Es gibt nun mal auch nicht so wenig von uns. Ich denke mal, wenn mehr Plätze gegeben wären oder zumindest, was weiß ich, ein etwas größerer Raum auch, wo man, ja, ich sag mal, auch mehr Stunden sein könnte, wird, denke ich mal, auch dieses Wegfallen bei vielen zumindest noch, dieses, dass man halt irgendwo ne, um die Ecke jetzt mal eben schnell konsumiert, was weiß ich was. Und ja, viele von uns, wie gesagt, wenn man affig ist, achtet man halt doch nicht so großartig drauf. Ne? Hat auch nicht jeder die Prinzipien, so wie ich zum Beispiel, dass man wirklich gut Erwachsene ist, hat eine. Aber wie gesagt, Kinder und Jugendliche ist ein absolutes No-Go für mich, weil wenn ich mir denke, dass meine Kinder das sehen würden, wäre der Horror für mich. Das muss nicht sein. Und ja, ich denke mal ein bisschen mehr Toleranz irgendwo, ein bisschen mehr Verständnis, dass es halt eine Krankheit ist. Und ja, nicht direkt halt mit dem Finger auf einen zeigen und ja, du bist nichts wert und ja. Entkriminalisiert zu werden, einfach die Möglichkeit zu bekommen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, trotz Suchterkrankungen, ne? Dass man das gleich behandelt wird, einfach, egal was du nimmst. Anschließend waren wir im Kick, dem Drogenkonsumraum in der Dortmunder Innenstadt, und hatten dort die Möglichkeit, den Leiter zu fragen, was er von der neuen ordnungspartnerschaftlichen Zusammenarbeit hält und ob er darin eine langfristige Lösung sieht. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung für die Stadtgesellschaft ist, an dem Punkt, wo ich auch zur Stadtgesellschaft die Menschen, die obdachlos sind, die eine Suchterkrankung haben, dazu zähle, weil für die ist es keine Lösung, für die ist es eine Ausweitung ihrer Probleme, die sie ohnehin haben. Insofern wird nur ein Konzept, was auch wirklich einen Aufenthalt dieser Menschen in der Stadt verträglich und mit einem Nebeneinander der verschiedenen Bürger, der verschiedenen Anspruchsgruppen ermöglicht, auch was langfristig tragfähiges machbar sein.